Zum vierten Mal schon habe ich die Möglichkeit, an den von der BBAG organisierten Lesungen teilzunehmen, mit denen wir an die schrecklichen Bücherverbrennungen vor 75 Jahren erinnern. Und zuerst möchte ich den Veranstaltern Danke dafür sagen, dass sie auch in diesem Jahr eine Möglichkeit gefunden haben, dass wir aus Texten lesen können. Ich habe mich in diesem Jahr entschieden für das Buch Transit von Anna Segers. Vielleicht ganz kurz zum Inhalt des Buches. Anna Segers war selbst 1940 als Flüchtling in Marseille, hat seinerzeit angefangen, dieses Buch zu schreiben und beschreibt im Endeffekt ein Thema, was heute genauso aktuell ist wie damals, nämlich die Erfahrung von Flucht und Vertreibung und die Ängste, Sorgen und Nöte, die sich damit ergeben. Inzwischen war auch mein letztes Geld zu Ende gegangen. Ich machte mir immer noch keine Sorgen. Bei großem Hunger ging ich zu den Benets, bei kleinem Hunger rauchte ich. Ich setzte mich nahe dem nicht gegessenen Mittag vor das billigste Café. Der Kaffeeersatz war fürchterlich bitter und fürchterlich süß, das Saccharin. Trotzdem war ich damals zufrieden. Ich war frei. Mein Zimmer war für einen Monat vorausbezahlt. Ich war am Leben geblieben. Ein dreifaches Glück, das wenige mit mir teilten. Vor meinen Augen strömten sie an mit ihren zerrissenen Fahnen aller Nationen und Glauben, die Vorhut der Flüchtlinge. Sie hatten ganz Europa durchflüchtet, doch jetzt vor dem schmalen blauen Wasser, das unschuldig zwischen den Häusern glitzerte, war ihre Weisheit zu Ende. Denn keine Schiffe, nur eine schwache Hoffnung auf Schiffe bedeuteten die mit Kreide notierten Namen, die auch immer sofort ausgelöscht wurden, weil irgendeine Meerenge vermint oder irgendeine neue Küste beschossen wurde. Schon rückte der Tod immer dichter nach mit seiner noch immer unversehrten, knarrenden Hakenkreuzfahne. Mir aber, vielleicht weil ich ihm schon einmal begegnet war und ihn überholt hatte, mir schien er, der Tod sei seinerzeit auf der Flucht. Wer aber war ihm auf den Fersen? Mir schien es, ich brauchte nur Zeit zum Warten und ich könnte auch ihn überleben. Ich zuckte zusammen, als jemand meine Schulter berührte, mein Kapellmeister von der Kurkapelle in Caracas. Er trug bei Tag eine dunkle Sonnenbrille, die seinen Totenkopf-Augenhöhlen bodenlos machte. Da sind Sie ja immer noch, sagte er. Ich erwiderte, Sie doch auch. Man hat mir gestern mein Visa gegeben. Eine halbe Woche zu spät. Zu spät? Weil mir mein Visum Anfang der Woche ablief. Der Konsul verlängert es nur, wenn mir meine Kapelle den Arbeitsvertrag erneuert. Das tut sie jetzt nicht mehr? Er sagte es ganz erschrocken. Warum nicht? Doch, doch, die Komitees haben telegrafiert. Wenn ich es nur in einem Monat schaffe. Sonst ist mir wieder das Visa abgelaufen. Sie werden es also alles am eigenen Leib spüren. Ich, wozu? Er lachte und ging weiter. Er ging so greisenhaft langsam, dass es mir vorkam, er könne die Kanabia nie überqueren, geschweige denn Länder oder Meere. Ich döste in der Sonne. Wie lange lässt mich der Wirt bei einem einzigen kleinen Café sitzen? Wovon bin ich denn so erschöpft? Ich bin doch jung. Vielleicht haben doch die Leute recht, die auf Schiffe steigen. Ich würde schon fertig werden, ich mit diesen Dämonen, dem Konsuln. Da gab es mir einen Ruck. Aus dem gegenüberliegenden Café kam das Paulchen heraus. Er sah gut aus. Er war neu gekleidet. Ich sprang über die Kanabier, ich zog ihn an meinen Tisch. Er war zwar nie mein Freund, keineswegs. Er war aber mit mir im Lager gewesen. Er war auch mit mir in Paris gewesen, unter den Deutschen. Jetzt hätte ich ihn beinahe geküsst. Er aber sah mich an, so unverbindlich. Er war auch eilig.
Das Komitee sagte, er schließt um 12. Was gibt's denn schon wieder? Schon wieder, dachte ich. Ich verstand, dass er gar nicht begriff, dass das unser erstes Wiedersehen war. So viele Menschen sah er zum ersten Mal wieder an jenem Tag. Wie geht es dir denn, Paulchen? Da wurde er munter. Furchtbar. Ich bin in der furchtbarsten Lage. Er setzte sich an meinen Tisch, da er merkte, er hatte in mir einen Mann gefunden, dem er alles noch einmal erzählen konnte. Ich machte, als ich hier ankam, meinen Gesuch bei der Aufenthaltserlaubnis. Ich wollte es ganz besonders korrekt machen. Ich wollte durchaus in Ordnung sein. Ich reichte dieses Gesuch auf dem Fremdenamt ein und weil mir dazu ein Beamter riet, reichte ich ein zweites Gesuch bei dem Präfekten persönlich ein. Mehr, dachte ich, kann man nicht tun. Ich bekam auf beide Gesuche Antwort. Aber was für eine Antwort? Das Fremdenamt gab mir den neuen Ausweis. Hier Sie, da steht aufgedruckt, Zwangsaufenthalt in Marseille. Die Präfektur ließ mich rufen und druckte auf meine alte Karte, muss zurück in sein Ursprungsdepartement. Ich lachte los. Das Paulchen sagte fast weinend, du hast gut lachen. Ich aber, ich muss aus dem Land. Ich bin auf der Gefährderliste. Man gibt mir aber mein Visa nicht. Denn auf der Präfektur bin ich ausgewiesen. Na, dann fahr doch zurück in dein letztes Departement und komm von neuem hier an. Das kann ich doch nicht, klagte Paul. Gerade auf diesem Ausweis, den ich zum Fahren brauche, steht ja gedruckt, Zwangsaufenthalt in Marseille. Hör doch auf zu lachen. Zum Glück sind Freunde dabei, für mich die Dinge zu ordnen, höchst angesehene Freunde. Ich habe schließlich ein Danger-Virus. Mein zweiter Marseille-Monat ging noch nicht zu Ende, war aber gehörig angebrochen. Inzwischen hatte mir Marcel geschrieben, ich stehe mit seinem Onkel nicht schlecht, ich könnte im Frühjahr vielleicht auf die Farm. Doch hätte ich diesen Grund meines Wartens auf dem Fremdenamt angegeben, ich wäre sicher eingesperrt worden oder weiß der Teufel wohin zurückgeschickt. Denn Flüchtlinge müssen weiter fliehen, sie können nicht plötzlich Pfirsiche ziehen. Ich brauchte nur Verlängerung meines Aufenthalts, zum zweiten Mal eben eine Bescheinigung, dass ich auf ein Visum warte. Ich musste also wohl oder übel noch einmal auf das Konsulat. An dieser Bescheinigung ist nichts Arges, dachte ich damals. Ich nehme sie niemandem weg, sie wird mich Atem holen lassen. Inzwischen können unzählige Dinge geschehen, die mein Leben verändern. Vielleicht kann ich früher auf Marcells Farm. Es kommt darauf an, dass ich meine Freiheit bewahre. So dachte ich, so denken wir alle seit Jahren. Im schlimmsten Fall wird es ein Stempel sein auf einem Stück Papier. Dem Toten wird es nicht wehtun. Ich aber bekomme dadurch die sicherste, nützlichste Aufenthaltsverlängerung. Ich glaubte fest, mein Leben könne sich echt verwurzeln mit einer echten Aufenthaltsverlängerung. Ich hätte sogar den Trieb des Vorzuges verloren. Mein Herz klopfte stark, als ich den Boulevard hinabging. Ich glaubte zuerst, ich hätte mich in der Nummer geirrt. Kein Wappenschild mehr, das Tor geschlossen. Ein Haufen Menschen stand auf der Straße, vom Wind durchblasen, unschlüssig, bestürzt. Sie stöhnten mir entgegen. Das Konsulat ist wegen Umzug geschlossen. Es gibt keine Visen. Wir können nicht fort. Vielleicht fährt diese Woche das letzte Schiff. Vielleicht kommen morgen die Deutschen. Der bärtige Portier trat hinzu. Er sagte, beruhigt euch doch, ihr Leute. Die Deutschen kommen vielleicht doch. Sicher fährt jetzt kein Schiff. Mit Visa oder ohne. Geht heim, ihr Leute. Sie aber, als ob der Wind sie zwar drehe und schüttelte, doch gleichzeitig auf der Stelle zusammenhalte in einem Wirbel von Angst, sie warteten noch, als lasse sich das verschlossene Tor vielleicht erweichen. Sie waren so bleich, so durchgefegt, als sei das
erwartete Schiff nun die letzte Fähre über den dunklen Strom, doch selbst diese Fähre sei ihnen verwehrt, weil sie doch ein wenig lebendig waren, zu seltsamen Leiden bestimmt. Sie trotteten endlich auseinander.